Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Story Season Friends of Mineral Town. Ja, okay, schafft ihr es vielleicht sogar? Nee, ganz schafft ihr es nicht. Okay, ich mach mal hier zwei so Felder. Aber ich mach lieber noch ein drittes, weil die letztes Mal eben nicht fertig wurden mit bei drei. Oh, ich glaube, ich muss ganz dringend in die Quelle. Oh, ich habe noch zwei Leben. Ja, ich sollte ganz dringend in die Quelle. Lege ich mich kurz in die Quelle, schaue, dass ich um kurz vor 6 da bin und ich höre, ob die nochmal so ein Geräusch machen. Okay. Dann wollte ich aber jetzt erzählen, mit dem Wetter, was wir gerade haben. Das war ja jetzt mega heiß und laut. Also ich glaube, seit Juni oder so. Also seit ich in Malaga war. Das war Anfang Juni. Bis jetzt tatsächlich so Mitte Juli war es ja sau warm. Einfach da hat es ja dauerhaft 30 Grad irgendwie gehabt. Dann war es jetzt dann, dann bin ich ja kurz bevor ich jetzt nach Italien gefahren bin, hat schon abgekühlt gehabt. Dann war es wieder so kühl, aber so bei 20 Grad rum, okay. Dann bin ich ja nach Italien gefahren, dann hat es in Italien 30 Grad andauernd gehabt, also teilweise 35. Jetzt war wirklich sau warm und wir müssen zurück, um zu hören, ob da noch jemand gießt. Okay, aber ich glaube, es sollte keiner mehr. Nee, die haben da alle Pause gemacht, da ist nichts mehr. Okay, dann. Weil die Nacht ist dann zu Ende, wenn ich da hoch renne. Dann mache ich jetzt mein Inventar leer. Und speichere schon mal. Dann bin ich mal gespannt, wen wir da oben zu erwarten haben. Ja, auf jeden Fall in Italien war es dann sau warm. Komme ich aus Italien wieder. Deutschland 10 Grad. Kälteste Nachtzeit, Rekordmessung. Dachte ich mir auch so, ja geil. War halt dann arschkalt wieder in Deutschland. Und jetzt halt auf einmal ist es wieder warm und das macht meinen Körper so kaputt, dieses ständige Auf und Ab. Okay, 18 Uhr, 18 Uhr. Okay, rennen wir ganz schnell hoch. Für 20 Uhr fängt das jetzt an. Ja, und jetzt halt auf einmal ist es halt wieder heiß und hat 30 Grad, aber ich glaube halt, wenn es jetzt nochmal abkühlt, dann wird es nicht mehr warm. Also ich glaube, dann kommt wirklich der Herbst und dann halt der Winter. Deswegen bin ich jetzt eigentlich froh, solange das 30 Grad hat, weil dann hat man noch was für Sommer und dann ist vorbei. Dann kannst du den Sommer wirklich vergessen, wenn es jetzt einmal abkühlt. Brandon! Was? Oh mein Gott, ich hätte niemals gedacht, dass es Brandon ist, den wir hier treffen. Mondlichtnacht, was? Ich ziehe es zwar vor, alleine die Schönheit des Mondes zu blicken, aber deine Anwesenheit wäre akzeptabel. Ich begleite dich, ich bin müde. Du stehst da, ich bin weg hier. Also dann, wir werden gemeinsam auf das leuchtende Gesicht des Mondes blicken. Du weißt schon, dass jeden Monat voll Mond ist. Aber okay. Ich finde es so, Mond und Sterne zu beobachten, finde ich voll spannend, ehrlich gesagt. Der perlenartige Glanz des Mondes, der den Nachthimmel in ein zartes Licht hüllt. Welch überwältigende Schönheit. Heute Nacht scheint der Mond ein perfekter Kreis. Die anderen Mondphasen haben auch ihren Reiz, aber der Vollmond ist einfach etwas Besonderes. Ich kann da immer besonders schlecht schlafen. Was ist dir lieber, der Vollmond oder zu sehen, wie der Mond abwechselnd zu und abnimmt? Nein, vergiss es. Die wunderschönen Gesichter des Mondes können einfach nicht miteinander verglichen werden. Man merkt schon, dass der, glaube ich, mal ein bisschen Drogen oder so genommen hat. Ups, ich bin die ganze Nacht wach geblieben. Ich hoffe, meine Augen schwellen nicht zu sehr. Okay, haben wir die Nacht durchgemacht. Kirsch hat heute den Birthday. Ja, hier gibt's nichts. Dann haben wir jetzt, glaube ich, eh Besuch, wenn mich nicht alles täuscht. Guten Morgen, Leila. Wir ernten morgen die Weintrauben im Weinberg. Könntest du uns bitte helfen? Ich werde dich dafür natürlich entlohnen. Klar. Danke dir, ich weiß, das zu schätzen. Komm morgen um 10 am Haus vorbei und rede mit Mana. Okay. Wenn dir sonst noch Leute einfallen, die helfen würden, kannst du gerne einladen. Wie wär's denn, wenn du den jungen Mann fragst, der sich immer bei der Kirche herumtreibt? Je mehr Leute, desto schneller ist das erledigt für alle. Ich zähle auf dich. Okay. Wie gesagt, spannendes Event gibt es noch einmal. Und
der Mann in der Kirche als Cliff ist gemeint. Ich glaube, das hat jeder schon gecheckt. Das ist jetzt das Event, das bedeutet, ob er jetzt in der Stadt bleibt oder nicht. Wenn er diesen Job jetzt dann annimmt, bleibt er in der Stadt. Nimmt er ihn nicht an, geht er aus der Stadt weg. Und es ist scheiße schwer, den wieder zurückzubekommen. Und früher hat er einen nicht den Tipp gegeben im alten Spiel mit, oh ja, hier fragt doch den Mann in der Kirche. Früher hast du es selber drauf kommen müssen. Da habe ich zufällig damit immer aus Versehen halt geredet an den Tag und dann auf einmal so, ja, klar, kann ich da helfen. Und da habe ich mich auch gefühlt, wie er leuchtet irgendwie, keine Ahnung. Aber das hat ja damals keiner gesagt. Jetzt bleiben wir stehen, Kirsche. Ich weiß, es ist wichtig, kühn hinterher zu rennen. Ja, ich will eigentlich zur Kirsche. Steht in meinem Kalender, dass du heute Geburtstag hast. Dann seid mal weiter produktiv. Ich gehe mal zu Erntegöttern. Okay, Brandon läuft anfangen. Er hat jetzt wahrscheinlich dann einfach ein gelbes Herz. Wie gesagt, im Winter kriegst du dann alle ihre konservierten Blumen und ich kümmere mich um die Events, aber wir brauchen mal erstmal nichts mehr zu tun. Weil wir haben halt zurzeit sau viel zu tun, um ehrlich zu sein. Also wir müssen uns um irgendwas kümmern und im Winter hast du halt nichts zu tun, absolut gar nichts. Da kannst du in die Wintermine gehen, aber wenn du in die Wintermine gehst, brauchst du halt sau viel Ausdauer. Dafür brauche ich jetzt dann auch erstmal das Nudelholz, dass ich halt das Ebon machen kann. Weil das halt sau gut auffüllt. Ja. Reden wir mal mit Brand Nassen. Okay. Wenn ich jetzt einen Apfel schenke, dann ist das geil. Okay. Dann treibt sich ja auch um. Ich glaube, der, wo am wenigsten mit uns wirklich befreundet hat, ist es Rick. Oder die. Weil die hat auch noch ein Lilanes und selbst dran hat jetzt irgendwie blaues Herz. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber es ist wohl passiert. Dann laufen wir hoch zur Kirche. Jetzt schauen wir mal. Bewohner. Das wollte ich gerade noch schon. Ich wollte die Erntewichte schauen. Da. 3 Tage, okay. Ich muss also morgen keinen anfragen. Das ist schon mal top. So, dann wollen wir nochmal nach da oben laufen. In die Kirche. Kann ich gleich diesen Mittelgang hier ausleeren, was es so gibt. Okay, nichts wächst heute. Schön. Dann wollen wir mal in die Kirche gehen. Cliff, was ist denn los? Teilzeitjob. Beret? Ich weiß nicht, was Beret ist. Ein Teilzeitjob. Mein Teilzeitjob am Weinberg. Ich habe tatsächlich fast kein Geld mehr. Okay, ich schaue dort morgen mal vorbei. Es ist okay, es ist das ich. Ja, du bist okay. Ich weiß nicht, was ich hören will. So. Na, Chef. Was hast du denn so im Angebot? Okay, eigentlich nichts, was ich brauche. Es ist ja alles wiedererkennt, das ist schon cool. Ja, dann laufen wir mal unsere Farm, würde ich sagen. Beziehungsweise, wenn wir eh schon bei Mana sind, Honig dabei haben, kriegt die alle doch von uns einen Honig. Ihr habt bestimmt ein paar Rezepte für mich. Oh, kannst du mich bitte nicht so zulabern? Ja. Ah, jetzt bringt es einen Kartoffelbrei, ja. Ich liebe so viel zu reden. Okay, ja. Buttermilch, ich habe kein Nudelholz. Aber seit wann machst du Kartoffelbrei mit Nudelholz? Ich habe eine Frage. Willst du den ausrollen? Okay. Also ich mache halt einen Kartoffelbrei so. Ich zerdrücke die Kartoffeln. Mit einem Kartoffelzerdrückgerät und das ist kein Nudelholz.
Ja. Gibt wohl Leute, die das anders machen. Ich schließe mal meine drei Felder, dass ich hier aus der Verantwortung bin. Und dann kümmere ich mich um alles andere. Also ich denke, die würden das, dass ich nur zwei gießen müsste, die auch inzwischen schon schaffen, aber ich gieße halt einfach drei. Dass ich sicher meine Ruhe habe. So, mache ich mein Inventar leer und dann gehen wir mal schön auf Suche nach Bauholz. Ich glaube auch nicht, dass noch viel fehlt fürs nächste Upgrade. So, aber morgen können wir ja nichts machen. Dann werde ich in der Früh halt zur Erntegöttin rennen. Ja, Kevins Geschenk machen wir heute noch, also Popcorn. Dann rennen wir morgen ganz schnell zur Erntegöttin, geben wir die Blume und dann rennen wir eigentlich direkt hoch zu Karen. Und dann zum Weinberg, weil da haben wir erst 18 Uhr, glaube ich, dann aus. Und, ja, vielleicht gieße ich dann noch schnell ein, zwei Felder bei mir am Hof. Aber für mehr reicht meine Zeit dann auch nicht. So, du hast schon geschlossen, oder? Hey, was kannst du mich tun? Nee, du hast offen. Für krass. Ja, aber ich habe da eine was im Glück, könnte ich machen, aber was brauche ich denn? Das wäre natürlich hier die zwei Dinge, wären interessant. Okay, 400 Bräuchte und 250 Steine habe ich halt alles nicht. Das brauche ich auch noch nicht. Ja, ich bin mir übelst sicher. Gut, dann legen wir uns mal kurz in die Quelle und dann gehen wir noch ein paar Steine hacken. Und dann war es das schon wieder von heute und morgen. Wie gesagt, also morgen könnten wir uns nämlich auch ein Haustier kaufen, schnell am Marktplatz. Das gibt es halt morgen auch noch, weil morgen halt einfach der Van-Tag ist. Und es regnet nicht, deswegen gibt es halt morgen die Chance, mal ein Haustier zu kaufen. Vielleicht machen wir das sogar, dann hätten wir nämlich echt mal ein Haustier. Das wäre auch krass. So, jetzt gleich gibt es Money. Okay, ja, gab nicht so viel. 5000. Ah, dafür haben die heute echt schon wieder viel geerntet eigentlich. Also keine Ahnung, also ich finde diese Herbstpflanzen werden echt so Dumpingpreisen hier irgendwie verkauft. Vielleicht bin ich verwöhnt von meiner Ananas, aber ich meine, dass Sommerfrüchte im Schnitt mehr bringen. Weil ich habe ein ganzes Feld, ich muss drei Felder selber gießen. Und dann schafft es dieses Feld nicht irgendwie... Ja, aber ich habe auch nicht so lange Wartezeit. Ich kriege jeden Tag eigentlich 4000 Geld. Oder mehr. Ja, ich kann es nicht sagen. Ich glaube schon, dass es schon lukrativ ist, aber ich bin halt an der Standards gewohnt. Wir hatten gerade nicht nur 61.000, wir haben 15.000 gerade bei denen. Das kann aber auch gut sein. Das kann sogar sehr gut sein, wenn er mich so jetzt, so jetzt hat. Ja, vielleicht hätte ich mal aufpassen, so viel Geld wie vorher hatten, aber wir sehen es ja dann in der Abrechnung. So, ja, dann gehen wir mal heim schlafen. Und das ist ein Steinchen. Dass wir uns irgendwann eine größere Scheune leisten können. Können wir zwei Tiere gleichzeitig schwängern? Ich denke auch, dass es ein wunderschöner Grund ist, seinen Stall auszubauen. So. Dann wollen wir mal da uns reinwerfen. Hier eine Pflanze bräuchte ich morgen. Dann machen wir jetzt der Karen der Popcorn. Popcorn! Okay. Morgen, wie gesagt, Karen und morgen ist dieser fette Tag. Okay, das kriegen wir, glaube ich, hin. Wir sind gut, Leute. Wir kriegen das hin. Also, Plan für morgen ist, ich komme auf die Map. Also, wo sind wir? Also hier. Aufmachen, aufmachen, runterrennen, reinschmeißen. Hier wieder hochrennen, drei Felder gießen. Dann hier einmal hinterrennen, hier hin. Dann hier hinterrennen, hier hin. Und hier zurückrennen, hier hin. Und da müssen wir dann ziemlich früh sein. Das ist mein Plan für morgen.
Okay, damit es spannend bleibt, machen wir an dieser Stelle mal einen Cut und sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht bei Story Seasons. Bis dann, bye!